Willkommen zurück zur zweiten Folge. Ich habe jetzt hier ein bisschen an der Grafik gebastelt. Ich weiß nicht, ob es groß was gebracht hat. Ich habe auch tatsächlich einmal ausprobiert, auf Full HD Auflösung zu spielen oder es zu stellen. Aber wenn man die ganze Zeit mindestens 1440p hat, kommt einem Und das los geht's. gar nicht in die Tüte. Die Weiß ja, ist das Radio aus, das hört man mich ja nicht. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Aber wenn nicht, muss ich am Audio gleich noch was machen. Das ist jetzt eh nach dieser Folge erstmal rendern. So, was soll denn hier runter? Da brennt der. Oh, Entschuldigung. Aber es wurde ja auch schon mehrmals erwähnt. Hier ist was. Hier gibt's Güter. Das Kartell greift hart durch seit unserer letzten Oh. Aktion. Wenn Sie uns damit Die aufhalten stinken wollen, wäre das bestimmt. ein großer Fehler. Wir haben ja, stimmt, wir haben ja noch einen Punkt. Was nehmen wir denn? Stabiles Zielen erhöht die Waffe, die Stabilität bei Scharfschützenoptiken. Okay. Streuung beim freien Schießen will ich eh nicht gerne. Höhere Batterie. Fliegt er weiter. Mehr Nachtsicht. Reichweite. Der Fernglas Zoom. Mine. Ablenkungskörper. Fallschirm. Die Ausdauer wird erhöht. Längere Dauer. Nach der Wiederbelebung. Wiederbelebungstempo und extra Simultanschuss. Das können wir nicht. Ah. Ich nehme jetzt mal die Reichweite, da ich gerne will, dass ich da ein bisschen. So, dann steigt mal ein, Jungs. Okay, ich bin drin. Das Ganze ein bisschen weiter betreiben kann mit dem Aufklären. Ob das jetzt gerade so schlau war, kommen wir ja jetzt nicht wirklich voran. Komm schon. Genau, und rüber. Das Gelände. Geländewagen muss er können. Ich hoffe ja immer noch, dass sie. Oh. Was ist dein Problem? Warum fährst du Zivilisten an? Es kann zum Spielende führen. Entschuldigung. Ich hoffe echt, dass sie eventuell mit dem Patch nochmal ein bisschen was an der Performance machen. Das wurde ja auch am meisten bemängelt. Aber wahrscheinlich wird das sowieso nicht kommen. Man kennt ja Ubisoft. Aber naja, ich bin mal gespannt, wenn die erste Folge bei YouTube ist, wie das mit den Frames dort so ist, ob man das, also ob das spürbar ist, sag ich mal, dass man das gar nicht spielen kann oder sich anschauen kann. Da muss ich halt was machen, weil eben jetzt auch wieder, wahrscheinlich hat er geladen irgendwas, 37 Frames. Das ist natürlich unschön. So, jetzt müssen wir hier mal. Los. Ihr sollt dahin gehen. Roger. Augen auf. Es sind Gegner in der Nähe. Zwei Sicarios. Das Feld. Da. Sehr gut. Die scouten schon mal. Drohnen. Ja, Tarnung. Er fliegt. Da ist einer. Das macht fünf. Ah, nur fünf? Muss noch was, noch wer sein. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt sage, ihr sollt dahin gehen. Verstanden. Wie werden die das machen? Ich sehe einen Narko in der Scheune.
Ziele markiert. Auf dein Zeichen. Bleib zurück. Der Tango könnte dich sehen. Hab ihn, er ist tot. Das gibt's doch nicht, ey. Das ist ein Treffer. Ganz vorsichtig. Alles, wir nähern uns der Atoyo-Farm. Jetzt braucht ihr auch nicht mehr vorsichtig sein. Jetzt habt ihr ja schon checkt eure Ziele. Wenn Amaru alles scheiße gemacht wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's. Wartet. Waffenkiste entdeckt. Mann, das ärgert mich. Das kann doch gar nicht so. Ach, idiotisch. Ich habe gedacht, die würden safe-mäßig damit umgehen. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Bei mir sammeln. Alles klar. Und rein in den Heli. Ich mach das, ich fliege. Ans Heli fliegen muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Entonces Bacatari hat also einen Handel mit den malditos Extranjeros geschlossen, die Seltenar. Klären Sie das unter sich. Dass man echt nur mit W und S und A und D den Heli neigt, wodurch natürlich auch die Flugrichtung bestimmt wird. Je weiter er nach vorn geneigt ist, umso mehr Vortrieb kriegt er. A oder D plus loslassen für Shift. Okay. Irgendwas ist doch da gerade abgestürzt. Nicht unser Problem. Noch nicht. Gucken wir uns lieber hier mal an den See. Ah, ist das nicht schön. Bin gespannt, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Vielleicht gehe ich auch ein bisschen danach, wo es halt die geilsten Items gibt, die ich haben will. Das wäre natürlich auch eine Option. Das war's. Noch nicht. Jetzt war's das. Seht mal da, Waffenkiste. Gesichert. Du-du-du-dum. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aucas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie. Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swenny ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen. Vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Campa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Auftrag abgeschlossen. Aufgepasst. Bowmans Datei zu Jury und Polito kommt rein. Erstmal die Ausrüstung. Hab hier ein Scharfschützengewehr. Das ist die Info zu La Jury und El Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle. Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky.
Und dann auch noch La Giuri und El Polito. Giuri und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Giuri Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme, schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Giuri und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Giuri und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, 4 Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Suenio, Ricky, Giuri und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Suenio ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang. Wow. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Suenio ihn. Das ist heftig. Bereich Santa Blancas. Seht euch Baumans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Suenio. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Suenio wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Giuri und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. So, und wir müssen jetzt erstmal... Oh, wir haben ja auch noch eine Waffe. Die Wildnis. Ist ganz cool, dass man jetzt hier auch mal neue Waffen noch so sieht. Also, das sind natürlich so Waffen, die wir nicht irgendwie verändern können. Hier können wir aber auch mal unser Panoramavisier drauf tun. Ich bin immer noch am überlegen, wo ist dieser... Ich kann hier gerade gar nichts anklicken. Okay. Wo ist hier dieser sogenannte Shop? Na, jetzt habe ich natürlich... wie durch Zufall gleich diese Waffe ausgewählt. Aber das P90 wollte ich sowieso haben. Steht hier was? Online, okay. War das denn Umschalt F1? Nein. Egal. Wir nehmen die M40A5. Haben wir ja noch ein wirklich bescheidenes Visier drauf. Das wäre schön. Okay, da gibt es auf jeden Fall schon mal ein besseres Visier. Ja, und hier machen wir Zufall. Ja, super. Und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich nach Okoro will, so schnell wie möglich. Wo wäre das? Okoro. Das wäre sogar möglich als nächstes wahrscheinlich. Oder Pien de Agua wäre der. Weil wir waren ja noch in Montutuque. Als hier in der Beta. Das war dort natürlich schon deutlich anderes Fleckchen. Das war nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Dort ist ein Ort unentdeckt. Dort oben ist der Leutnant. Wir könnten diese Route hier nehmen. Nach Kutanai. Und danach dann dorthin zu kommen. Was nehme ich denn? Nehme ich ein Auto? Nehme ich ein...
Nehme ich den Heli? Das sind 200 Meter. Vielleicht nehme ich doch das Bike. Ich nehme das Motorrad. Was ist denn hier passiert? Das GPS sagt, dass hier heißt Jopil. Keine Anzeichen von Kämpfen, die reinste Geisterstadt. Das Kartell oder die Hunde? Eins von beiden hat alle verjagt. Die Legende nehmen wir mit. Ich lasse das hier einfach mal kurz auf und ihr könnt, wenn ihr es euch durchlesen wollt, ja auf Pause machen. Ich lese es mir schnell einmal durch. Okay, was haben wir hier mit der Aufzeichnung? Das und das hatten wir schon gesehen bzw. gehört. Okay, dann geht's nach oben. Also ich war auch überrascht, der Day One Patch war ja auch nur roundabout 140. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Stellen Sie durch. Hola, compadre. Ich habe ein Problem in Itaqua. Und Bowman hat mich an dich verwiesen. Meine Leute in Itaqua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch das Kartell. Und die Grauen von Yuri Ippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Schon erledigt. Verdammt, sowas habe ich seit dem Irak nicht mehr gesehen. Sandsäcke, Stacheldraht, Wachposten. Die Rebellen machen Santa Blanca die Hölle heiß. Ich wette, die Kartellarschlöcher hätten nie gedacht, dass sie Scharfschützen und USBVs ausweichen müssen. Karma kann so scheiße sein. Gibt Fakatari uns jetzt Befehle? Katari braucht den Konvoi und er kriegt ihn von uns. Je mehr er unsere Hilfe braucht, desto mehr können wir im Gegenzug verlangen. Gegner getroffen. Ja, den sehe ich leider nicht. Kann loslegen. So, jetzt würde ich gern darauf, weil das Scharfschützengewehr hat ein besseres Zielvisier. Da ist eine Kartellauszeichnung. Auf diesem Orden ist eine Kugel. Jetzt können wir auch alles mitnehmen. Schnappen wir uns mal hier die Karre. Und wir fahren da. Moment, ich fahre. War es ja auch quasi jetzt schon wieder fast zu Ende. Wir müssen mal sehen, wie... Oh, sehr geil, dass ich das Gras und so umfahren kann. Müssen wir, oder müsst ihr mir mal sagen, wollt ihr, dass ich wirklich alles aufnehme, auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Mission durch habe und sage, ich will jetzt hier aber auch wirklich alles Kleine und Spektakuläre noch erledigen. Dass ich das auch aufnehme oder dass wir sagen, wir beschränken uns so auf Haupt- und Nebenmissionen, weil es wird ja... Wie kannst du bitte schussbereit sein, wenn du das Ziel nicht mal siehst? Da sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Abschuss. Ich habe genau gesehen, wie er da gegen die Wand geschossen hat. Unglaublich. So, ihr geht dahin. Achso, wir reden nur. Haben Sie was über das Kartell gehört? Wo ist Sie aktiv? Oh, die Fertigkeitspunkte. Viel Glück.
Ich dachte, falls er vielleicht flieht, dass wir da... Okay, Muni ist voll. Schöne Mucke. Sammeln, Leute. So, dann gucken wir hier nochmal, ob wir hier das noch ein paar Vorräte finden. Dann hapert es am Ende natürlich immer, dass man keine Vorräte hat, aber Fertigkeitspunkte. Das möchte ich natürlich etwas vermeiden. Mal gucken, ob hier oben was ist. Leider nein. Können wir da runter? Brauchen wir nicht extra weiter oben bleiben. Gut. Auto. So, wenn man jetzt die wichtigen Aufklärungsdaten klauen. Oh. Das hat ja voll nicht gestört. Voll das Bein weggefahren und er... Oh, Moment. Oh, ups, da bin ich aus dem Ding gefallen. Aber einmal werde ich mir hier noch das Scharfschützengewehr natürlich holen. Und zwar hier. Das war's mit ihm. Ach, wisst ihr was? Bereit? Feuer frei. Feuer frei. Runter, die werden dich sehen. Fuck, greife an. Ich habe kein Ziel. Da drüben alles sauber. Und da ist es. Tauschen. Schalldämpfer rauf. Durchladen. Und was haben wir jetzt? Ein Zielvisier. Jetzt können wir, ganz wichtig, Waffe, stabiles Zielen kaufen. Genau. So. Jetzt haben wir nur einen Punkt. Körper, Wiederbelebungstempo. Kameraden, das bedeutet nicht ich. Objekte, Fallschirm, Ablenkköder, Körper, Ausdauer. So. Das empfand ich als wichtig. Gefährlich. Ich sage, komm schon, rein mit euch. Ich sitze Gas. Alter, sagst du, ich geh, soll Gas geben, okay. Warum sonst schlagen wir uns in den Ferien den Fast vor? Warum findet Karneval in der Fastenzeit der eigenen Stadt? Santa Muerte ist ein dunkler, aber sensibler Musik. Und die Darstellung des Todes bestätigt das Leben. Leben. Also wenn man sind. Ups, wenn man vorsichtig lenkt, da ist natürlich richtig was los. Mit der Kraft der Größe. Welches Gebiet ist denn da? Okay. Mit der Gewalt der Ozeane. Das ist das Erlebnis, das Santa Muerte. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer. Greif an. Was haben wir denn hier? Wir auf und dann weiter. Dann sind wir natürlich hier Fahrer. Nun, komm. Spring rein. Okay. Sollte man auch nicht zu schnell rumfahren. Dann ist schnell die letzte Fahrt. Dort oben erwartet uns eine Unidad-Patrouille. Mir wäre es natürlich lieb, wenn wir da keinen Kampf anfangen würden. Hier ist Lydia. Wenn ihr eine Buchona seid wie ich, werdet ihr immer herrisch und Madonna genannt. Meine Mutter war die erste, die schon gar nicht, wenn sie schnallen würden. Feind markiert. Ich sehe einen Haufen. Das wiederum ist sehr vorteilhaft für uns.
und warum, werde ich euch zeigen. Wir werden die jetzt ein bisschen gegeneinander aufhetzen. Ich muss nur in den ersten Stock. Top, hoffentlich ja. Okay, es sind drei gegen die. Schüsse, wir haben jemanden wachgerüttelt. Damit habe ich nicht gerechnet. Da legen sich die Wissen mit dem Kartell an. Wie lautet der Plan? So, hoch mit uns. Neu formieren. Alles klar. Was sind da oben diese Infos kriegen? Müssen wir nicht, will ich aber. So rum. Alles klar bei mir. Was auch immer das sein wird. Ausrüstungskisten, yes. Wichtiger als alles andere für mich. Die Karte füllt sich. Ist gleich dem da hinten ja richtig eine Festung. Hier drüben ist ein Narko. Wo hast du sie? Direkt am Reifenstapel. Hab noch einen, macht fünf. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also, das in der Close Beta gespielt zu haben. In das Haus würde ich gerne rein. Das Schloss nämlich aufschießen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Gehen jetzt hier einfach mal längs. Es gibt ja immer eine Hintertür. Ich hoffe, der kann da mal weggehen. Da ist ein Sicario, dicht bei der Kippe. Zurückbleiben. Alles klar. So, das hat schon mal geklappt. Jetzt sind wir schon mal hier. Und jetzt kommt der fiese Cliffhanger. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gucken wir mal, was hier in dem Dorf noch so passiert. Ob wir es schaffen, wirklich mal ohne, dass uns jemand groß bemerkt. Oder dass es hier einen riesen Alarm gibt, die Infos zu bekommen. Ich bin gespannt. Wir sehen uns.